Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. So, Hand aufs Herz, wer von euch hat schon seine Geschenke? Ich muss ja ehrlich zugeben, ich habe sie noch nicht. Ich habe kaum Geschenke bis jetzt zusammen. Ich habe nämlich so viel zu tun und zögere das dann immer so hinaus, dass irgendwie das immer bei mir auf den letzten Drücker passiert. Damit es euch nicht auch so geht, habe ich deshalb heute 3 schöne Geschenkideen, die ihr ganz leicht selber machen könnt. Denn es ist einfach stressfreier, wenn ihr nicht erst am 23. die Geschenke holt, sondern wenn ihr etwas ein bisschen mehr plant, ein bisschen früher damit schon anfangt. Und selbstgemachte Sachen kommen eh immer mehr vom Herzen. Und deswegen ist vielleicht eine der 3 Ideen etwas für jemanden aus deiner Familie oder deinen Freunden, die sich darüber bestimmt freuen würde. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, ob ihr schon eure Weihnachtsgeschenke habt und vielleicht auch, was ihr schenken wollt. Vielleicht hole ich mir da ein bisschen Inspiration von euch und damit wünsche ich jetzt viel Spaß bei dem Video. Und wir beginnen mit meinem absoluten Favorit, dieser schönen Vase oder diesem Topf. Dafür braucht ihr erstmal einen Blumentopf, eine Schale mit Wasser, ganz viele Nagellackfarben und einen Spieß. Und nun schüttelt ihr gut euren Nagellack und tropft den so ganz leicht in das Wasser und macht damit so richtig coole Muster. Seht ihr das? Was für geile Muster dabei rauskommen. Also das macht so Spaß und ihr könnt so lange weitermachen, bis es euch gefällt. Und dann tunkt ihr einfach euren Topf rein und schon ist dieses Muster auf eurem Topf. Sieht das nicht cool aus? Also es ist wirklich so einfach und es ist bestimmt ein mega cooles Geschenk. Das nächste ist diese schöne Spardose aus einem alten IKEA-Rahmen. Ihr braucht erstmal diesen Rahmen und zeichnet euch so einen Schlitz vor, wo ihr später dann das Geld reinmacht. Dann packt ihr diesen und nehmt euch nun ein Cuttermesser und das ist ein bisschen tricky, denn ihr müsst jetzt diesen Schlitz quasi durchmachen, also so lange, bis es dann komplett rausgecuttet ist. Und jetzt braucht ihr natürlich noch einen Hintergrund. Ich habe mir dafür diese Weltkarte genommen und einen schönen Spruch raufgeschrieben. Ihr könnt es natürlich so gestalten, wie ihr wollt, zum Beispiel einen Gutschein könnt ihr raufmalen oder ihr malt irgendwie sowas wie, keine Ahnung, für die nächste Reise und malt so ein Auto rauf, wenn ihr irgendwie einen Roadtrip macht oder sowas. Also da sind eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Dann müsst ihr von dem Rahmen, dieses, es gibt so eine Ebene, die diese Vertiefung macht, die müsst ihr an einer Seite entfernen und natürlich auch noch den Hintergrund zuschneiden. Und dann setzt ihr diesen Rahmen wieder zusammen. Achtet dabei darauf, dass bei der Vertiefung das offene Ende oder die offene Seite oben beim Schlitz liegt. Und dann alles zusammensetzen. Und schon ist eure Spardose fertig. So cool sieht die aus, wirklich. Ich glaube, die ist ein richtig cooles Geschenk. Das dritte ist eine Kerze und zwar braucht ihr dafür einen Topf. Dort tut ihr Wasser rein, dann eine Dose, am besten eine alte und ein bisschen Wachs. Da könnt ihr ganz viele verschiedene Farben nehmen, aber ich habe so eine Regenbogenverlaufkerze gemacht. Dann macht ihr, nachdem ihr die erste Schicht reingefüllt habt, ein bisschen Klebeband auf den Deck, also oder auf den Rand, damit dann später da euer Docht stecken bleibt und dann nach und nach die ganzen Schichten reinfüllen. Und so sieht eure Regenbogenkerze aus. Richtig schön einfach, oder?
Wie haben sie euch gefallen? Ich muss ja sagen, ich weiß gar nicht, ob ich die verschenke oder ob ich sie einfach selber behalte. Und ich finde alle drei Sachen so schön, dass man sie am liebsten selber behalten wollen würde. Aber ich finde, das sind die besten Geschenke, die du auch gerne selber hättest. Denn das sind wirklich Geschenke, die von Herzen kommen und wo du weißt, dass das wirklich tolle Sachen sind. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, welches Geschenk ihr davon auch verschenken wollen würdet. Und vielleicht auch etwas davon nachbasteln möchtet. Ich finde ja gerade der Kaktus mit in der Vase ist so cool und ich habe mir niemals gedacht, dass das so cool am Ende sein wird, dieses Ergebnis. Aber auch die anderen beiden Sachen sind natürlich richtig toll geworden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt diesem Video gerne einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr freuen. Außerdem kommentiert unten, was ihr euch 2017 wünscht an Weihnachten. Und damit sage ich dann nur noch, hier könnt ihr mich abonnieren und hier kommt ihr zu einem anderen Video. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss!